Ebenso ein magischer Pfeil kostet 2. Schaden von 156%. Gewitterschlag ist sowas ähnliches. Umschlag und rechte Maustaste. Aha. Kannst sogar gedrückt halten. Das ist nice. Bist du zweimal in Folge einsetzbar. Cool. Blitzschlag, runter und F. Verbraucht durch Kombination mit Groll des Schwarzgeistes 100% des Grolls. Bei einem Treffer betäubt. Mhm. Moment, muss man das channeln? Sieht so aus. Okay. Abklingzeit 7 Sekunden. Geht so. Aber wir sind ja ein Freund von... Moment. Gewitterschlag war das, Blitzschlag war das. Magischen Pfeilen und... Konzentrierten magischen Pfeilen. Der ist fetzig. Ne, das dauert ein bisschen. Egal, wir nehmen erstmal den normalen magischen Pfeil. Wir können ja den Rest dann auch noch machen. Be strong for yourself. So, Schwarzgeist. Was du wollen. Goblin-Keilerei. Ja, Goblin-Keilerei. Was haben wir denn hier? Magiekristall des purpurnen Flammendingelings. Okay, erlangt Wissen über Goblins. Machen wir noch. Machen wir noch. Machen wir noch. Jagdwiesel, ja, machen wir noch. Was auch immer der mit meiner Makrele wollte. Oder es gibt noch eine andere Makrele. Das ist jetzt nicht die Standardmakrele, aber egal. Oh, apropos, ich muss ja jetzt dann wieder zu einem Händler. Waffenhändler. Der will bestimmt keine Makrelen haben. Ja, der will natürlich keine Makrelen haben, war klar. Kräutersaft. Nee, das ist kein ähnlich. Fischgräten kann er von mir aus alle haben. Seegras kann er auch haben. Nee. Knoblauch. Ich habe eine Zutat, die beim Kochen. Ja. Wie mache ich das jetzt? Ich könnte es natürlich alles erstmal in den Markt reinpfeifen. Muss aber nicht sein, das dauert einfach zu lange. So, haben wir jetzt erstmal den Feldsaft weg und irgendwelche anderen schweren Sachen. So. Was hätten wir denn noch, was wir herstellen könnten? Das hier. Kräutersaft. Dreimal Kräutersaft und 30 Kräuter. Und einmal Salz. Okay. Ich habe aber kein. Was habe ich? Kein Salz. Weiter auf 30 Kräuter. Wow. Jetzt mit denen hier kochen, Hitze, was ist denn Hitzen? Zutat erhitzen. Okay. 7. 7 Pommes. Jetzt nicht nur bei windigem Wetter möglich. Was? Geil. Das ist ja mal echt cool. So, was könnte man denn mal machen? Weizenmehl. Kann ich aus Weizen herstellen? Okay. Danach könnte ich wieder irgendein Bier draus machen. Was kann dieser Kristallmann? Ja, in jedem Gegenstand mit Sockel verdient. Ist wahrscheinlich. Und schütteln kann ich auch noch. Nebenprodukt Dünger. Ich kann Wasser schütteln. Okay, machen wir erstmal das mit dem Kochen fertig. Was haben wir überhaupt als Skills? Verarbeitung Koch. 0%.
Jetzt einfach mal das hier und das hier reinhauen und mach mal dann schöne Sachen draus. Beginnen. In der Zwischenzeit. Hören wir nochmal fix auf. Oh, das ging ja mal endlich schnell. Aber es wäre schön, so einen Zwischenbalken noch zu sehen, damit man weiß, hey, das Ding läuft noch. Und es ist nicht irgendwie hängen geblieben oder so. Das wäre ganz nett. Und jetzt sind wir bei 100. Oh, der kocht noch weiter. 20 Feldsaft. Haben aber ganz schön viel gemacht. Okay, keine Zutaten mehr. Es fällt dem eher ganz früh ein. Moment, gekocht haben wir. Hab ich jetzt vielleicht was hergestellt? Koch, nein. Fischfang, Ausbildung, sammeln. Was habe ich denn gekriegt? 11 Mal. Nee. Egal. Also hier kann ich noch was herstellen. Und zwar aus Wasser und aus dem Zeug. Da könnte ich ja was machen. Dass der immer den Tisch dabei hat. Das müsste ich dann bei gewissen Dingern funktionieren und nicht irgendwo in der Wildnis. Das wäre ja schon irgendwie logisch. Nein, was denn hier? Talentpunkte. Ach, ich krieg Talentpunkte dafür. Wie cool. Das ist cool. Okay, fürs Herstellen kriege ich Talentpunkte. Das ist nice. Ich habe jetzt einen konzentrierten Kräutersaft. Wie habe ich den denn jetzt hergestellt? Ich habe Kräutersaft 20. Konzentrierter Kräutersaft. Eine einfache Formel, die nur für Kräuter- und Mineralwasser benötigt wird. Bla 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 bla. 3 Sorten Kräuter. Okay, geht. Und passiert was? Ja, nein, vielleicht. Weil hier steht da noch nicht mal, was da rauskommt. Was könnte ich hier machen? Und Salz brauche ich noch. Egal, wenn ich Kräuter und das hier reinmache, mal gucken, was dann passiert. Kräutersaft und LP-Trank. Klein. Das müsste ja ein von der Logik her müsste das ein richtig starkes Zeug werden. Oder ich muss da noch ein bisschen mehr Wasser dazufügen. So wird das nichts. Okay. Wenn das so nichts wird, dann... Toll. Können wir das verarbeiten, nur benutzen, wenn ihr keine anderen Tätigkeiten habt. Ja. Also konzentrierter Kräutersaft. 3-mal Kräutersaft. Herstellungszutaten. 3-mal Kräutersaft. Massenproduktion. 30-mal Kräutersaft, Komma und Salz. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ich stehe zwar immer noch, so wird das nichts anderes. Das läuft nicht wie geplant. Okay. Es verläuft nicht so wie geplant. Oh, es funktioniert doch wie geplant. Ja, Mensch. Vor allen Dingen, das funktioniert nicht so wie geplant. Genau, genau, das habe ich doch geplant. Also man muss die dann nochmal ein bisschen konzentrieren. Auf Deutsch einfach nur nochmal reinwerfen. Den Saft, um zu einem Konzentrierten zu kommen. So, was habe ich denn? Alchemie hat sich auf 10% erhöht. Geil.
Durch Stufenaufstiege steigt die Anzahl der produzierten Gegenstände. Ah, okay. Und Fischfang, ja, und was ist das? Bei könnt ihr mehr Fischarten fangen. Ach, wir können mehr Fischarten fangen, wenn wir höher sind. Aber schneller wird's nicht. Das verläuft nicht wie geplant. Wieso kommt da immer, das verläuft nicht wie geplant? Das ist doch so, wie ich das geplant habe. Das Ergebnis ist ziemlich cool. Also ich das halt nur alles irgendwie irgendwo merke. Wow, Talentstufe 8. Ist aber immer ganz schön gut drauf hier. So, jetzt sind wir doch bei 100%. Jetzt geht gar nicht mehr, hä? Jetzt müsste kommen... So wird... Ach nee, jetzt sind wir fertig. Okay. So, jetzt haben wir 20 Kräutersäfte zu... leicht stärkeren, konzentrierten Kräutersäften gemacht. Die jeweils auch ganz schön viel wert sind. Mein Gott. Was haben wir denn jetzt? Konzentrierter Kräutersaft? Ja, ja, ja. So, hau mal einfach mal den kleinen Trank rein. Mal gucken, was passiert. Na komm schon. Jetzt habe ich aus einem kleinen mittleren gemacht. Aha. Aha. Wenn man erstmal das Schema X zum Konzentrieren von Tränken drauf hat, dann klappt das ziemlich gut. Ja, aber schön schön, wenn das ein Ticken schneller gehen würde. Durch Stufenaufstiege steigt die Anzahl der produzierten Gegenstände. Ach nee, die Anzahl der produzierten Gegenstände. Aha, das, was da rauskommt, also. Mhm. Interessant. 60, vorher nur 24. Das ist besser. Wie viele Heiltränke hatte ich denn vorher? Verdammt. 10 waren es, glaube ich. Ich habe 3 von den Dingern gekriegt, also muss ich die... Das ist eigentlich sowas wie... einfache Alchemie, ja, cool. Aber es ist LP-Trankmittel, wieso steht denn das hier nirgendwo? Hier steht nur was von Kräutersäften. Herstellungsnotizen. Alchemie. Lebensdings, bla 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 bla. Wie ist das Ding? LP-Trank. Trank. Einfach mal reinpfeffern. Kommt nichts. Ausbauen. Alchemie. Posten. Nee, Alchemie, oder? Doch. Trank. Nope. Alchemie ist LP, Enter. So, schmeiß mal eine Tulpe. Okay, also das, was hier in den Herstellungsnotizen drin steht, ist ja mal sowas von hilfreich. So, Kräutersaft brauchen wir jetzt. Nee. Ich könnte vielleicht noch den konzentrierten Kräutersaft reinhauen. Mal gucken, was dann passiert. Und dann haue ich einfach nochmal die Heiltränke rein und mache wieder größere draus. Oh, und die Anfängerdinger, die nicht verkäuflich sind, könnte ich vielleicht noch zu irgendwas machen. Jetzt haben wir nämlich einen hochkonzentrierten Kräutersaft. Oh yeah. So wird das. Sweetest Ding. Mein Inventar ist bald voll. 120 kostet vor allen Dingen. Oh, 500.
500, 100, wir haben es für... Hey. Wir haben unsere Ausbeute sehr erhöht. Sehr erhöht. Fett. Hochkonzentrierter Kräutersaft. Haben wir. Verarbeitungswissen der Liste. Ja, hier steht leider dummerweise nur Kräutersaft da. Ich will nicht nur den Kräutersaft machen, aber gut. Jetzt nehmen wir aber mal noch den hochkonzentrierten Kräutersaft und machen daraus irgendwas anderes. Man braucht hier immer drei dafür, um die höher zu konzentrieren. Drei einfache für einen dementsprechend höheren und dann wieder drei höhere für einen noch höheres. Interessant. Das heißt, ich könnte ein was noch höheres bauen da draus. Und krieg jetzt einen gefilterten Kräutersaft. Sweetes Ding. Und hab wieder was Neues gelernt. Jetzt bin ich hier ein mega, mega Alchemist hier. Oh, jetzt kann ich nicht mehr machen. Jetzt ist es gar nicht mehr da. Schade. So, gefilterter. Herstellungszutaten dreimal hochkonzentrierter Kräutersaft. Schön. Massenproduktion wäre 30 und einmal Salz dazu. Also Salz brauchen wir immer für die Massenherstellung und für das Einzelne halt immer 3. Okay. Interessant. So, trocknen, hacken brauchen wir auch nicht, malen, schütteln. So, Feldsaft. Ah, genau. Einfaches Kochen. Jetzt machen wir mal nur noch... Moment, wie viel kostet überhaupt jetzt die 1400? Scheiße. Wobei, nee, ich habe dreimal drei Vorstufen gemacht und die waren bei... Oh Gott, was waren denn die? Bei 500 oder so. Geht. Also das ist der normale Kräutersaft, der ist bei 18. Und wenn ich den jetzt mal... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ich von den Dingern hatte. 20 hatte ich davon. Also mal 2, 360 wäre es ungefähr. Ein leichter Preisfall, was das angeht. Aber vielleicht kriegt man ja doch noch irgendwas raus. So. Ja, jetzt muss ich aber nochmal hier das Zeug kochen hier. Wo haben wir es? Da ist das Kochen. Beginn. Ja. Weil das wahrscheinlich jetzt richtig lange dauert, bin ich nochmal kurz weg. Da 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 da. Ho 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 ho. So, was wollt man denn jetzt? Der gute alte Chairstream ist echt genial, das Ding. Genial. Mega geile Handy-Lautstärke. Das ist der Wahnsinn. Was ist das denn? Feldsaft. Ja, du mich auch. Jetzt nehmen wir den hochkonzentrierten. Moment. Hochkonzentrierter Feldsaft. Um 7 Uhr verlieren die Monster ihre zusätzliche Kraft und kehren in ihren Normalzustand zurück. Ach, schade. So eine künstliche Nacht. Oh, das wäre doch geil. Da kannst du eigentlich nur abends Monster fahren. Und tagsüber hier irgendwelche, keine Ahnung, Händler und das hast du nicht gesehen, Sachen machen. Moment mal, 85 bzw. 18. 85. Das hier sollte eigentlich das Dreifache sein. Weil die sind ja immer aus drei Vorstufen gemacht. Wenn das hier 85 ist und das Ding nur doppelt so stark ist, naja, da lohnt sich's ja nicht, die, höheren zu verkaufen. Aber na gut. Vielleicht hat das doch noch irgendeinen Sinn. Aber das erhöht ein bisschen das Leben. Das ist auch nice. Im Inventar müssen zwei, was? Plätze oder mehr frei sein. Oh, nein! Scheiße!
Mein Inventar ist voll. Verdammt. Ja, wo haben wir jetzt mal hier diesen blöden Waffenhändler? Waffenhändler? Nicht Waffenhändler, Markttyp. Wenn ich den jetzt mal irgendwo finden würde. Wo gab es denn mal sowas, was ich nur mit Markt auszukennen hatte? Könnte hier gewesen sein. Juwelier, Möblierer, irgend sowas. Häuptling, nein. Bald haben wir es, bald haben wir es. Hier. Arbeitsort, nee. Oder? Nee. Das ist die Arbeitsaufsicht. Die brauchen wir aber nicht. Hier ist noch eine Quest. Ich habe hier doch gerade was gesehen. Aha, da hinten. Jetzt kann ich vor mir und weg, denn ich sehe alle Quests. Aha, und wir haben eine Quest, die Verstecken spielen, okay. Dann stecken wir mal verspielen. Aber das machen wir dann, Moment. Stammspringer, haltet den Taschendieb und findet das Juwel. Soll das gehen? Matthias, bittet euch, den Taschendieb zu fangen und das gestohlene Juwel zurückzuholen. Der Junge ist schnell und daher schwer zu fangen. Ihr solltet ihn stoppen, indem ihr ihn zu Fall bringt. Nehmt dann das Juwel ab. Läuft in Velia herum. Okay. Der läuft in Velia herum. Da ist er auch schon. Dann könnt ihr schneller rennen als ich. Nein, dann ist er das wohl nicht. Boah, geiles Pferd. Okay, da ist er, das hier vielleicht, hä? Flüchtiger Taschendieb. Habe ich dich erwischt? Haha. Einfach mal alle Kinder anrempeln hier. Dann läuft das schon. So. Haben wir den kleinen Scheißer. Ging er innerhalb von ein paar Sekunden. Sehr sweet. So. Einfach alle Kinder anrempeln hier. Super. Wie sie hier lange blitzen. Was war das jetzt hier? Das ist Börsenbeaufsichtigter. Oh, das klingt gut. Oder auch nicht. Auktionshaus. Ja, das ist jetzt hier dieser komische Marktplatz in diesem Fall. Was sind meine... Nee, was sind meine registrierten Gegenstände? Okay, was ist die Benachrichtigung? Nope. Okay, dann gucken wir mal. Und zwar... Gegenstand registrieren. Ja, ich würde ja gerne was reinhauen. Und zwar das hier. Hm. Ah, das ist der aktuelle Marktpreis und jüngster Marktpreis. Okay, wir nehmen... Minimum muss jetzt nicht sein. Ich könnte nehmen 1200. So, wir bestätigen das Ganze, registrieren das Ding und gucken, ob sich das denn verkaufen wird. Was mit den Kräutersäften angeht, das kann ich eigentlich dann im Gesamten verkaufen. Hm. Was war das? Niedrigster Registrierungspreis. Dies ist der niedrigste Preis, der für diesen Gegenstand registriert wurde. Dies ist der höchste Preis, der für diesen Gegenstand registriert wurde. Ähä. Ha, super. 10 Silbermünzen werden für die Registrierung eines Gegenstands benötigt. Die Tauschgebühr von 30% und eine lokale Überwachung fallen dabei an. Okay, wir sind bei 4442. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir nehmen den... Das war der jüngste Preis. Wir nehmen einfach das Minimum, damit ist gut. So, und wir bestätigen... 10, okay. 10 Münzen für die Registrierung fallen an. Gut. Da kommen auch welche rein. Einheitenpreis. Ja gut, dass es der Einheitenpreis ist, aber gut. Verkaufsgegenstände. 27 kann registriert werden. Moment, ich habe aber 3 drin. Das heißt, ich kann insgesamt 30 Gegenstände drin haben. Hoffentlich resettet das nicht. Das wäre nämlich ganz toll. Minimum bestätigen. Registrieren. Es sind also immer 10. Egal, was es ist. Also sollte man dann schon darauf achten, dass die Gegenstände, die da drauf sind, möglichst hoch sind vom Wert. Also wäre es kacke. Wo kommt denn die Köderpaste her?
Gewinnung. Durch Absolvieren einer Fischfangquest oder bei einem Fischer im Austausch gegen Fischermarken erhalten. Okay. Sweet. Cool. Den mittleren Trank könnte ich eigentlich noch zu einem größeren machen. So, ey, Chemie, das kommt rein. Beginnen. Den mittleren Trank machen wir noch zu einem höheren. Kann man ihn ganz vergessen. So, die mittleren Tränke haben den Wert von 139, was so wenig ist. Auf die gesamte Gruppe angeweitet, wenn Atem von Aal gemacht wurde. Und wir haben den großen. Und der große ist bei 400. Sweet. Chemie brauchen wir jetzt nicht. Herstellungsnotizen, ey, das ist doch mies. Ich habe hier... Oder es liegt daran, dass es die einfache Alchemie ist und hier noch irgendwas rumspackt. Hm. Könnte sein. Egal, groß hatten wir. Kann ich Mineralwasser zu irgendwas machen? Wir testen einfach mal Mineralwasser aus. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. So wird das nichts. Okay, wenn das so nichts wird, dann ist es ein bisschen blöd, aber kann man halt nichts gegen tun. Hm. Okay, Mineralwasser lassen wir mal. Dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Kochen und dem Zeug. Und die Makrelen sind immer noch bei 100%. Preisgarantiezeit 23 Stunden. Marktpreis und Moment, Preisgarantiezeit. Bedeutet das, dass man einen Tag lang den Preis garantiert bekommt? Ansonsten kriegt man halt irgendwas anderes. Aber egal. Hier kommt jedes Mal, das verläuft nicht wie geplant. Das bedeutet bestimmt was anderes. Oh, geil. 3 von 10 Beitragspunkten. Die kann ich auch bald mal investieren. Da haben wir jetzt schon einen schönen hochkonzentrierten Feldsaft. Der, ja, auch ganz gut im Preis ist. Keine Ahnung, wer den je kaufen wird, aber... So. Dann Auktionshaus bitte. Danke. Meine registrierten. 1, 2, 3, 4 habe ich registriert. Und wir registrieren jetzt noch einen. Genau, insgesamt dann 30 nehme ich an. Wir nehmen jetzt den hochkonzentrierten. Wir nehmen F und das hier. Minimalpreis bestätigen. Registrieren. Feldsaft. So, LP groß. Oh yeah. Oh, 392 ist gerade drin. Schade. So, und dann haben wir noch... Das bleibt, das bleibt. Was auch immer ich mit diesem Knoblauchzeug machen muss. Eine Zutat, die beim Kochen verwendet wird, kann durch Anbau von da gewonnen werden. Verwendung, Steak, gedünsteter Fisch und so weiter. Okay, Wolfsblut. Herstellungsmaterial, Beschreibung einer natürlichen Ressource, die durch das Sammeln halten wird. Kann mit einem Flüssigkeitssammler von einem Wolfskadaver erhalten werden. Mhm. Hm. Nehmen wir mal rein. Wir müssen zuerst den Stückpreis bestätigen. Ja, wir bestätigen. So. Mineralwasser brauchen wir vielleicht nicht. Kriege ich denn überhaupt Mineralwasser? Wird Mineralwasser im Garten angewendet, steigt der Wasservorrat ein wenig an. Zutat, die beim Kochen verwendet wird, kann bei einem Nahrungshändler oder Gastwirt gekauft werden. Ah, selber kriegt man es nicht. Man kann jetzt nicht eine Tonne aufstellen und warten, bis es regnet und dann wird die halt irgendwann voll. So klappt das leider nicht. Und die Fische kann ich hier auch nicht reinhauen. Ja, Fische kann ich doch aber bestimmt irgendwie kochen. Nee, kann ich nicht kochen. Hm. Das kann ich noch erhitzen. Ich kann mal probieren, Wasser zu erhitzen. Mal gucken, was passiert. Der Gegenstand wurde registriert. So wird das nichts. Okay, so wird das nichts. Klingt nicht gut. 7. Nope. Trocknen. Ah! Trocknen. What a shame. What's
Okay, ich kann leider nicht mehrere zur selben Zeit trocknen. Das geht halt immer nur nach und nach. Gut, das Ding hat eine Preisgarantie von, oder beziehungsweise Originalpreis von 2340. Die Makrele. Mal schauen, wie es dann ausschaut mit dem Preis. Wo sind denn jetzt die getrockneten Makrele? Stufenaufstieg, Verarbeitung. Dankeschön. Aber wo ist diese blöde getrocknete Makrele? Das ist die getrocknete Makrele. Die hat leider nur einen... von ganz wenig. Kann man aber verkaufen. Geil. Verringert den Wert des Fisches. Ach, no shit. Das habe ich gerade mitgekriegt. Aber das ist mir egal. Solange ich dafür Talentpunkte Erfahrung bekomme, ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich das doch gern. So oft ich möchte. So, 1, 3, 7 habe ich nämlich gerade Talentpunkte. Und das ist ein bisschen nach oben gegangen und irgendwas anderes bestimmt auch. Weiter, weiter, weiter. So, wir wollen noch was trocknen. Das hier. Beginnen.